kein anderes Team hast du häufiger getroffen als gegen Dresden, nämlich bereits 4-mal. Im Hinspiel hast du bereits nach 56 Sekunden getroffen. Angesichts deiner Dynamo-Bilanz musst du dich doch besonders auf das Spiel am Samstag freuen. Ja, auf jeden Fall. Also man hat ja immer so ein, zwei Gegner, gegen die man vielleicht noch gar nicht verloren hat oder sehr, sehr selten. Dresden ist davon einer. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, schauen wir mal. Letzte Frage noch. Ihr wollt die nächsten 3 Punkte im Aufstiegsrennen nachlegen. Dresden wiederum 3 wichtige Ziele im Abstiegskampf einfahren. Was für ein Spiel kann man erwarten? Wie wollt ihr es für euch entscheiden? Ja, es ist immer gefährlich, gegen solche Gegner zu spielen. Das haben wir zu Hause gegen Aue auch erlebt. Die kratzen, beißen und kämpfen um jeden Punkt. Jetzt hat Dynamo auch nochmal frischen Wind bekommen durch den Trainerwechsel. Da müssen wir uns auf einiges gefasst machen, auch weil ich bin der Meinung, ich habe gehört, dass das Stadion fast ausverkauft sein wird. Das wird auch eine heiße Atmosphäre sein. Ja, nichtsdestotrotz freut man sich auf so welche Spiele. Und ja, ich denke, wir werden einen guten Plan ausarbeiten, dass wir da bestehen werden. Was für ein Spiel erwartest du in Dresden? Yeah, for sure, difficult game. Because I also watched Dresden last game against Werder, and I think they deserved to score a second goal. So, also game before, they received goal in the last minute. So, yeah, I'm expecting difficult game.